Berlin. Mike Franz hat eine Operation an der rechten Schulter gut überstanden. Der Verteidiger hatte sich im Spiel in Kaiserslautern verletzt und fällt mindestens 3 Monate aus. Hertha siegte auch ohne Franz 1:0 gegen Dresden und kletterte vor dem Auswärtsspiel in Duisburg auf Platz 4 in der Tabelle. Wenn wir defensiv wieder gut arbeiten, wenn wir nach vorne wieder zielstrebig sind und dann vielleicht die eine oder andere Chance noch besser nutzen, glaube ich, werden wir das Spiel auch gewinnen. Frankfurt. Olivier Ocean steht für das Heimspiel gegen Freiburg wohl wieder zur Verfügung. Der Stürmer hatte beim 3:3 gegen Dortmund wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt, nahm am Donnerstag aber wieder am Training teil. Die Eintracht hat neben Bayern und Düsseldorf das einzig unbesiegte Team der Bundesliga. Berlin. Am Mittwoch wurden in der Max-Schmeling-Halle die Sieger des Bundesfinales von Jugend trainiert für Olympia geehrt. Mit dabei die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Steffi Jones, die Fahnenträgerin der deutschen Olympiamannschaft Natascha Keller und Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender der DBAG. Sie wissen, der Nachwuchs ist die Zukunft überhaupt und ein nachhaltiger Erfolg lässt sich nur dann sicherstellen, wenn wir uns auch früh genug um die Nachwuchsförderung kümmern. Die Bahn unterstützt Jugend trainiert für Olympia bereits seit 1995 als Förderer und Partner, seit diesem Jahr als Hauptsponsor.